Back from the dead. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, Bubble, bla bla bla. Ja. Jetzt katsche Erika an und mach da. Ja, mach einfach deinen scheiß Arena-Kampf jetzt. Los. Achso, ich war noch im Poké-Center. Ich stehe schon. Fang schon mal an. Ich stehe schon vor Erika. Hab sie schon angeredet. Kämpf schon. Sie hat einen Dragosso bei mir. Tja. Du hattest auch mal einen Dragosso. Das stimmt. Und wo ist es jetzt? Bei seiner Mama. Oh! Und mein Visa-Floor auch. Arschloch. So, Bitch. Ich klatsch dich jetzt. Wenn jetzt cool ist, hat die viele Boden- und Gesteins-Pokémon und Feuer-Pokémon, dann kann ich Kapuzzi auf 34 springen und dann entwickeln. Also bei mir hat es einen Shillock. Oh, Shillock ist inzwischen Eis, ne? Ja, seit 10 Jahren, ne? Potrot. Don't fuckle with Shuckle. One shot. Als nächstes wird Lidian eingesetzt. Ja, da möchte ich doch wieder in... Ich habe ehrlich gesagt die Angst, dass wir jetzt gegen solche übelsten Billo-Pokémon ran müssen in den Arenen. Dann bei den Top 4, da haben die wieder die übelste Scheiße. Citra King. Okay, ich halte meinen Mund. Da muss aber jetzt mal kurz Absol ran, ey. What the fuck, ey. Oh, die setzt Hypertrank ein, die Fotze. Warte mal, wir sind bei Folge 6. Samstag kommt bei mir auf dem Kanal immer, ne? Nee, ich glaube halt, Samstag kommt bei mir auf den Kanal. Wir hatten doch immer die geraden Folgen bei mir und die ungeraden bei dir. Du hast doch die erste Folge gemacht. Folge 0. Ja, aber die kommt, Folge... aber die kommt ja dienstags, weil wir ja montags die Folge 0. Also kommt die Folge 1 Dienstag, Folge 2 Mittwoch, Folge 3... Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch schon am Montag, ich weiß es nicht. Vielleicht lade ich auch das Zeug so hoch, dass Folge 0... Noch vorm 31. Ja, genau, noch vorm 31. kommt. Oh, der hat mir dran mit kleinen Ho. Hab ich doch gesagt. Und ein Donphan, das schmeckt Aquaman. So, ich bin fertig. Prost. Wo kriegen wir eigentlich Stärke jetzt her? Ich glaube von Safari-Zone, keine Ahnung. Brauchen wir glaub, aber auch erstmal nicht. Hm. Aber warte mal, TM-Box, also TM Psykraft. Ja, genau das brauche ich. So, heilen dann bei den Rockets rein. Ist so. Ich denke mal, da werden wir bestimmt noch ein, zwei Folgen mit verbringen. Ja, safe eine dann noch. So, wir sind da jetzt nicht drin. Das ist nicht so wie Prismania. Safronia City, dann der große Turm. Da gibt es ja auch noch die Arena, ne? Also das Dojo gibt es da noch. Und, Da gibt es auch noch einen Encounter. Genau, ja. Und Lapras. Ja. Und wir haben ja auch noch unseren Relaxo-Encounter, ne? Zwei Relaxo-Encounter. Ja. So, ab geht's. Ich würde gerne mal so einen Shiny bekommen. Ja, Digga. Also bei Albi habe ich damals das Shiny Pinsir auf den Sivy Islands erst gekriegt, ne? Also. Will jetzt nicht den Mut nehmen, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Und dann mache ich so eine Trainingsmontage mit Rocky-Musik für Sherox, Alter. Wer sagt denn, dass wir Sherox wieder bringen? Ich! Der da Shiny findet. Boah, der hat mein Nidoqueen direkt paralysiert mit seiner Statik. Machomai, what the fuck? Mann, Sohn. Aber gut, mein Ibitak freut sich, ne? Als nächstes wird Hut eingesetzt. Ja, wer darf denn da ran? Ja, komm. Geben wir mal Batman seinen Spaß. Danach muss ich ja eh wieder heilen gehen. Wegen der scheiß Paralyse. Ja, das finde ich immer sehr belastend, wenn du in so was drin bist, in so einem Komplex und du wirst dann paralysiert und du bist in der Fall noch vergiftet. Echt? Und so eine Scheiße. Das ist immer nervig. Ich bin ja noch nicht mal drin, weißt du, das ist es ja. So. Ich mache jetzt aber schon mal. Den Schalter habe ich aber schon mal umgelegt. Ach komm, gönn mir den Level jetzt noch für Quapuzzi. Das wäre nice. Oh. Dann halt dich. Oh, die Dampflok erhalten. Wuhu. Timmy hat auch zwei Dampflocken in seiner Hose. An den habe ich schon mal gebimmelt. So. Cringe. Aber Timmy, ich muss dir sagen, ich habe dann unser Layout falsch gemacht. Ich habe erst den Sumpforten und dann den Seelenorten drin, ne? Das kannst du ja noch ändern. Nö, nee, ich mache jetzt keine 25 Layouts nochmal komplett neu für die Folgen. Vergiss es. Du kannst es ja, wenn du es nicht angesprochen hättest, könntest du es ja, hättest du es einfach ändern können und vielleicht wäre es gar nicht aufgefallen. Oh, wisst ihr, scheißegal, mal, das wurde einfach erst der Seelenorden angemacht und dann der Sumpforten, wenn du unbedingt die Reihenfolge so haben willst. Mich juckt das nicht. Ja. Ach, ja. Ja. Alter, der hat Abschlag. Ja, mein Seegesang ist weg. Ja, für die Runde. Also für den Kampf. Also. Hast du echt gedacht, das ist komplett weg? Das hätte ich mir vorstellen können. Nein! Alter, das wär's ja noch. Ja, natürlich. Erstmal gucken, ob du recht hast. Ah, hast du recht gehabt. Ich hab X-Treffer gefunden. Oh yeah, gönn dir. Wie kommst du hierher? Indem ich... Ich bin einfach durch euren Vordereingang gelaufen, ihr Keks. Ich hätte ja gesagt, deine Mama penetriert habe, aber so ist auch okay. Nein, wir penetrieren keine Mutter. Also du schon. Ja. 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 Warum lernt Quapuzzi jetzt nicht
Body Slam, qua Putzi, oder dann ist das später. Aha. Ziehen. Ich muss erst noch Body Slam lernen. Dritte Generation. 35 Body Slam, okay, ein Level muss es noch. Oh, ich ziehe jetzt noch ein bisschen McFly mit hoch, weil die Beldra kann ja eigentlich auch von Nutzen sein, wenn es irgendwann mal eine Drachenattacke lernt. Ja. Ist auf jeden Fall von Nutzen, Digga. Oh, Wunschtraum. An wer erlernen? Habe ich gerade gefunden. Oh, ja, das ist nice. Und ein Sternenstück. Jetzt muss ich weiter runter. Hurensohn-Quartier, zweites US, okay. Oh, 5 Pokémon und der hat einen Kikli als erstes. Ja, ich weiß, es kann Vergeltung. Würde ich jetzt gar nicht sagen, alles gut. Mach's doch schon, ich trust dich. Aber der Flügelschlag hat gewone-shottet. Ja, ich muss auch sagen, mein Ursaring, ne, das rockt jetzt auch schon ganz schön. Boah, jetzt hätte ich gerne Dingsbumses. Die Ursaring-Entwicklung aus Legends. Ja. Das wäre schon nice. Was ich bloß nicht verstehe, ne? Die Ursaring-Entwicklung in Legends gab's, aber dann später gab's die nicht mehr. Das ist so dumm. Warum hat sich in Ursaring entschieden, so, ich brauch bloß 2 Entwicklungsstufen und nicht 3? Macht irgendwie keinen Sinn. Manchmal macht Pokémon einfach keinen Sinn. Aber ich hätte gerne nochmal so ein Spiel wie Legends, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ist ja eigentlich Gen 9, soll ja, ne? Ja, aber ich meine auch so in so einem älteren Szenario und nicht so dieses neue. Ja, wie gesagt, ich habe mal einen Trailer dazu gesehen, also so einen Fanart-Trailer zu Legends Johto. Boah. Ja, wäre voll geil. Legends Johto, Legends Carlos oder Einal, wäre alles richtig geil. Nur Kanto bräuchte ich echt nicht. Weil Kanto hat jetzt nicht so die krasse Lore wie in Johto. So gerade dann auch so noch mit den mit von der Geschichte hier mit Raikou, Solkin, ja, und deswegen sowas, ne? Wie die entstehen und sowas, wie die gemacht wurden und so, das wäre halt voll geil. Aber es ist halt Pokémon, ne? Es gibt so viele Optionen, die man machen kann. Oh, wir hätten nicht von Raikou reden sollen. Oh, das wäre halt ein geiles Elektro-Pokémon als Encounter, ne? Raikou. Ich liebe dieses Vieh eh abgöttisch. So, der ist genutzt. Müsste vielleicht mal diesen Mod nochmal Kanalbanner umstellen auf das neue Layout. Ich habe einen Mondstein gefunden. Ist ja nicht den zweiten, den ich jetzt habe. Finde ja. Nützt dir ja viel mit deinem Nidoqueen, ne? Ja. Aurora-Strahl. Man gebe mir bitte ein Latias und Latios. Ich habe Seelentau. Wie geil wäre es bitte, wenn ich einen Latias fange und du einen Latios. Und die gelingt sind. Das hätte schon was, ja. Rocket HQ, ich bin schon im Aufzug hier hinten.
Okay, wir haben noch 4 Minuten. Ich gehe jetzt mal noch nicht raus. Blitzer. Ich kämpfe gerade gegen Celebi, ne? Ich hole die Folge der legendären Pokémon. Und Celebi kann, wie es aussieht, nur Genesung. Ja, ist auch gut für dich. Ja, ich weiß. Finde ich auch nicht schlecht. Gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Und Vitalglocke kann's. Kamerupt. Ja, das ist doch easy peasy für Aquaman. Ich muss Ibitak vorne hinstellen, ey. Ibitak muss leveln. Als nächstes wird Tauboga. Ja, ich sollte mal Tengulis zwischen. Ah, nee, McFly. Nee, bei Tauboga wollte ich nicht Tengulis reinstellen, du. Nein, ich wechsle ja direkt wieder raus. Weil Tauboga kann ich am besten mit Mercury halt. Nein, wobei das ist Level 19. Da kann eigentlich auch McFly mit Biss was machen. Alles für die EP. Ich bin echt gespannt, wie uns jetzt so Karmesin und Popo gefällt. Ist ja jetzt schon draußen. Und wir werden das wahrscheinlich im Stream schon durchgespielt haben. Und ich bin gespannt. Wir können ja abends dann gemeinsam streamen und einfach nur labern und nebenher zocken. Das ist eigentlich auch der Plan. Also, ich hätte das eigentlich eh geplant, das mit Domi, Kati und dir durchzuspielen. Also Domik wartet halt, bis das draußen ist. Der muss dann wahrscheinlich ein bisschen aufholen, aber Kati holt sich sowieso zu Release. Und ich mir ja eh. Ich werde es mir diesen Monat noch vorbestellen, ja, in dem Doppelpack mit dem Steelbook. Ich hab einen Sonderbonbon gefunden. Gönn dir. Ja, ich warte noch damit. Auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, du wirst eh die Raubkopie spielen. Ah, ich meine die frei öffentliche Kopie, die dann irgendwie ins Netz gelangt. Wie, bitte was? Es sollte gegönnt sein, mein Gott, du holst das doch eh, wenn es dir gefällt. Das ist so... Ja. Und diesmal so, ich hole mir das Doppelpack. Also ich bezahle zweimal das Spiel, von daher kannst du einmal ruhig Raubkopie spielen, da hast du es ja auch schon irgendwie so gekauft. Ich werde mir eh jetzt beide Spiele holen, weil Netta will es ja auch spielen. Ja, siehst du. Aber ich bestelle mal mit dem bei Saturn vor. Da kann ich dann Freitag, wenn das rauskommt. Im besten Fall bis schon früher Feierabend machen. Und da kann ich in Saturn vorbeisteppen. Rhein-Ruhr-Zentrum. Eine Haltestelle vor mir oder 2 Haltestellen vor mir. Und dann einfach das Ding holen und gut ist. Da muss ich nicht warten, bis Amazon das mal liefert, wenn sie es dann hinkriegen am Release-Tag. Wir kennen ja Amazon. Ja. Das Ding ist, ich weiß halt noch nicht, vielleicht, selbst wenn ich die auf der anderen Switch spielen kann, werde, wie auch immer, vielleicht warte ich auch einfach und hau selber den Stream nebenher an. Dass wir dann auf gleich starten. Mach doch, du kannst doch genauso cutten und hochladen, dann ist das nicht das Problem. Ja gut, ich kann natürlich. Ich habe dann natürlich eine Woche Vorsprung, ne? Meistens. Ja, das nützt dir auch immer so viel, weil du immer so viel YouTube machst, ne? Ja, hör mal, dann bin ich ja drin, weißt du? Jetzt kommt ja auch mehr als vorher, weißt du? Dein Wort in Gottes Ohr, ne? Ja komm, ich habe in den letzten Wochen mehr hochgeladen als im letzten halben Jahr. Ja, dann soll das auch so bleiben, Timmy. So, was es auch bleiben sollte, wir im Pokémon Center, denn unsere Zeit ist um. Oder nein. Wir haben unsere 6 Folgen schon aufgenommen. Das ging echt gut. Ging echt gut von der Hand. Brudi. Was denn? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, das läuft doch. Ey, ist immer nur Scheiß, ne? Also. Das ist effektives Arbeiten, finde ich. Könnte schon viel weiter sein.
Ja. So, aktueller Zustand speichern. Da. So. Bist du Pokémon Center? Nö, ich bin noch im ich muss noch nicht ins Center. Ach so, ja, ich habe Pokémon Center gespeichert. Das ist so diese N64 Angewohnheit bei mir. Weil du konntest, wenn du das damals auf dem N64 gespielt hast, immer bloß im Pokémon Center speichern. Das war immer die Kacke irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es ging halt einfach bloß so. So, ich würde sagen, mit dieser Information lassen wir euch jetzt in den Tag hinaus oder in die Nacht hinaus, je nachdem, wenn ihr das guckt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Und tschaußen. Tüdelü.